Die Stiftung Wertebündnis Bayern startete im Jahr 2016 im Rahmen der Initiative für Integration und Toleranz das Projekt Selbstbestimmung und Integration. Im März 2017 fand ein großer Auftaktkongress statt. Wir versuchen, Menschen unterschiedlicher Kulturen hier zusammenzubringen. Das Angebot richtet sich an Geflüchtete, Einheimische und an die, die bereits hier heimisch geworden sind. In der aktuellen Debatte Flüchtlinge übersieht man sehr oft, dass 85% der Menschen, die hier sind, Migrationshintergrund haben und schon lange hier sind. Und ich möchte gerne mich nicht reduzieren lassen auf die Flüchtlingsfrage, sondern vor allem auch zu schauen, was brauchen die Menschen, die hier sind, die teilweise seit 30 Jahren hier sind, und wie können wir die so gut integrieren, dass wir da keine Parallelgesellschaften bekommen. In Zusammenarbeit mit dem Gesellschaftswissenschaftlichen Institut München für Zukunftsfragen suchte man nach einem Weg, die geflüchteten Menschen für eine aktive Integration zu gewinnen. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass die Menschen sich selbstbestimmt auch wahrnehmen müssen. Sie müssen selbstbestimmt sich integrieren wollen. Und wie kriege ich sie dazu, dass sie es wollen? Indem sie sich identifizieren mit der Gesellschaft. Wie kriege ich die Menschen dazu, sich zu identifizieren? Indem sie hierher kommen und mit den Menschen sprechen, diskutieren über verschiedene Themen. Und dann, indem sie sich hier wohlfühlen eigentlich. Und dann, wenn sie sich wohlfühlen und sich sozusagen identifizieren mit dem Ort und es ihnen hier gefällt, dann tun sie auch was für den Ort. Dann lernen sie auch das Deutsch, dann perfektionieren sie, was sie hier brauchen, um hier irgendwann als Einheimische sich zu fühlen. Um in Bayern heimisch zu werden, bietet das Projekt den Austausch von Werten und Ansichten aller Beteiligten sowie die Anerkennung für die jeweilige Kultur und Religion an. Jetzt haben wir verschiedene Religionen und Weltanschauungen, die miteinander irgendwie zusammenleben müssen. Und da ist es wichtig, dass wir auch eine gewisse interreligiöse Sprachfähigkeit etablieren. Das bedeutet, das muss kein Zeugnis zu einer Religion sein, aber eine Fähigkeit, die uns ermöglicht, mit Menschen zu sprechen, die andere Religionen haben. Ein Weg, aufeinander zuzugehen, ist die Musik, die im gesamten Projekt eine zentrale Rolle spielt. Neben den gesellschaftlichen Aspekten erarbeiten sich die Teilnehmer in einer Ausbildungsphase von einem Jahr die Fähigkeit, politische, gesellschaftliche und musikalische Kenntnisse weiterzugeben. Ich möchte, dass wir eine Gesellschaft haben, in der wir miteinander reden, in der wir miteinander leben, statt dass wir übereinander reden und getrennt voneinander leben. Integration zu leben beginnt damit, den anderen verstehen zu wollen und den Blick füreinander zu suchen. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund für diese Thematik zu gewinnen, ist jedoch nicht gerade einfach. Es gehen natürlich nur die Leute zu einem Kongress, die an Begegnungen interessiert sind. Und gerade die es nicht sind, gerade genau die wollen wir eigentlich erreichen. Um diese Menschen anzusprechen und somit die Demokratie zukünftig konkreter fördern zu können, setzen die Stiftung Wertebündnis Bayern und das Gesellschaftswissenschaftliche Institut München auf die Ausbildung von Multiplikatoren. Die Thematik Migration, Integration, Selbstbestimmung ist für mich insofern relevant, dadurch, dass ich selber eins als Kind nach Deutschland migrierte, auch selbst erfahren habe und in dem Zusammenhang den Menschen auch zu Hilfe stehen, sich weiterzubilden, neue Perspektiven kennenzulernen. Mit dem heute zeitgleich stattfindenden zweiten Integrationskongress in München kommen die jungen Multiplikatoren zum ersten Mal zum Einsatz. Dabei versuchen sie erneut, Menschen für ihre Mission zu gewinnen. Fremde und sich Fremdfühlende selbstbestimmt zu integrieren.